Hallo, liebe Bierfreunde und Kochfreunde von nah und fern und willkommen bei einer neuen Folge Biersüfflers Kochstunde. Ja, Freunde, wir bewegen uns hier immer noch im November. Das heißt, wir haben es jetzt Herbst, Winter, ganz klar. Und dementsprechend saisonal möchte ich auch ganz gerne heute wieder ein bisschen was kochen. Wir haben ja was vorbereitet. Letzte Mal hatten wir den Hokkaido-Kürbis als Kürbisart gehabt. Sehr beliebter Speisekürbis. Der zweitbeliebteste Speisekürbis ist der sogenannte Butternut. Das ist dieser hier. Der schmeckt ein bisschen milder. Der ist ein bisschen lieblicher, nicht ganz so mehlig. Und deswegen wird er auch sehr, sehr gerne in der Küche verarbeitet. Kann man auch wieder verschieden zubereiten. Wir machen das heute wieder klassisch, tatsächlich vom Backrost her. Das heißt, wir machen klassisches Arrosto. Das darf nicht fehlen. Und zwar hier mit diesem Huhn. Wir haben hier so ein schönes Hähnchen. Ein ganzes. Das werden wir auf jeden Fall schön aufs Backblech raufpacken. Dazu wird das Ganze, wie gesagt, auf dem Butternut-Kürbisbett gelegt. Ganz klassisch mit Rosmarin frischen. Dann haben wir einmal Zwiebel, Knoblauch und, es darf nicht fehlen, für ein Zitronenhähnchen die Zitrone. Dazu gibt es dann noch ein bisschen Kartoffeln. Das passt auch wunderbar zu dem Butternut-Kürbis. Und das Ganze wird dann veredelt mit dieser Aprikosen-Marmelade-Konfitüre. Ja, das gibt dann nochmal so ein bisschen Süße ab. Zu diesem Zitronenhuhn passt das dann wirklich ganz gut. Natürlich, Süße ist ein gutes Stichwort. Die bringen wir heute mit dem Honig da rein. Und wenn wir mit dem Honig arbeiten im November, ist klar, dass wir auch Zimt da mit reinballern, weil wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen weihnachtlicher haben, ne? Ein bisschen winterlich, herbstlich. Da sind das genau diese ja intensiven Gewürze, die wir da auch drin haben wollen. So, als Gewürze, guter Stichpunktgeber, fangen wir wieder an mit der Würzung. Einmal ein bisschen Meersalz, einmal habe ich hier ein bisschen weißen Pfeffer, könnt ihr auch schwarz nehmen, ist egal. Ein bisschen klassischen Chili-Flocken, dann haben wir einmal hier italienisches Peperoncino, macht sich immer ganz gut zu den Backkartoffeln und zu dem Huhn. Dann haben wir hier noch, wie gesagt, das Zimt, was ich reingehalten habe und den Honig. Und das war es tatsächlich auch gewesen, der Rest macht hier der frische Rosmarin. Ja, Olivenöl ist klar, darf nicht fehlen. Wer sich jetzt fragt, naja, Moment mal, wird es nicht trocken? Sollte man nicht vielleicht, wie klassisch im Rezept, 400 Milliliter Gemüsebrühe da noch mit draufballern zum Bepinseln halt, dass das Huhn nicht trocken wird? Leute, wir ritzen die Haut ein bisschen ein, packen da schön Olivenöl rauf und dann sollte das auch ohne Gemüsebrühe funktionieren. Wir wollen es ja knusprig haben und nicht so bappig, ne? Soll ja schon so ein bisschen herzhaft knusprig sein, schmeckt natürlich immer ganz lecker. Gut, Freunde, ich bereite jetzt wieder alles vor. Was ist die erste Aufgabe, die wir machen müssen? Das Ganze müssen wir halbieren. Das hier müssen wir schälen. Achtung, Butternut-Kürbis nicht mit Schale essen. Hier müsst ihr wirklich die Schale entfernen. Ich kann euch aber schon versprechen, beim Butternut geht die Schale wesentlich einfacher ab. Und der ist auch einfacher zu schneiden, weil er weicher ist als der Hokkaido. Ja, und ansonsten hier Zwiebeln, klar, pellen, halbieren, Knoblauch schälen und auch nochmal ein bisschen kleiner machen. Und das war es eigentlich auch schon gewesen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist ein sehr, sehr einfaches Gericht, was jetzt wunderbar in den Herbst reinpasst. Also, ich mache mich hier ein bisschen eins vorbereiten und dann sehen wir uns wieder auf dem Backblech. Nur, dass ich mich nicht selbst auf dem Backblech präsentiere, sondern den Kürbis und das Huhn. Haha, Spaß. So, Freunde, und da sehen wir auch schon, ich habe jetzt hier unseren Butternut-Kürbis von seiner Schale befreit. Habe einfach die Enden mal geradkantig abgeschnitten, so richtig schön. Und dann einfach mit dem Messer der Länge nach runtergeschnibbelt. Ist sehr, sehr einfach und somit kann man ihn tatsächlich sehr, sehr dünn von der Haut oder von der Schale befreien. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das Ganze einmal längs nach halbieren und dann einmal vierteln. Und dann schneiden wir das Ganze in mundgerechte kleine Würfelchen. Zeige ich euch dann. So, und damit haben wir jetzt auch unseren Kürbis in kleine Würfelchen geschnitten, mundgerecht. Sieht dann so aus, einfach Kerngehäuse entfernt mit einem Löffel. Ihr könnt es auch runterschneiden, wie ihr wollt, Hauptsache die Kerne sind draußen. Und dann schön in so eine, mundgerechten Stücken. Und hier erkennen wir auch schon deutlich, wo der Hokkaido sich unterscheidet. Hier der Butternut, der hat auch so eine Flüssigkeit, die hier so ein bisschen, ihr seht das vielleicht, so ein bisschen klebrig ist. Und auch von der Farbe her, er hat also eine richtig orangene, butterige Farbe hier. Und ja, fässt sich auch ein bisschen anders an von der Textur. Also, interessant. So, ich mache jetzt weiter mit der Zwiebel und mit den Kartoffeln und dann geht's weiter. Gut, Freunde, ich habe mich jetzt auch um die Kartoffeln gekümmert. Ich habe die einmal geviertelt zu so einem Schiffchen und habe die einmal so eine gute Portion, einmal links und einmal rechts, hier auf dem Backblech angerichtet. Mit Schale natürlich, da sieht man es, einfach nur ein bisschen abgebürstet
wunderbar. Und einmal komplett Olivenöl rüber und Salz, Pfeffer und ein bisschen Peperoncino. Hier in der Mitte sehen wir auch schon unser Huhn. Das habe ich einfach, das war komplett gewesen. Das habe ich jetzt einfach einmal halbiert, oben einmal ein bisschen eingeschnitten und mit Olivenöl, Honig, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zimt, Chiliflocken und Peperoncino einmassiert, sodass das jetzt hier schon mal so ein bisschen, ja, eine kleine Marinade hat, dass es einfach noch ein bisschen in das Fleisch jetzt einzieht, weil das wird dann ein schöner Geschmack. Außen wird es, wie gesagt, knusprig, innen drin wird es zart, da bin ich ziemlich sicher. Und ja, jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Kürbis und den verteilen wir jetzt hier einfach mal ringsrum. Das Ganze sieht dann nämlich so aus, wenn das jetzt verteilt ist. Und da sehen wir schon, ich habe auch schon die Zwiebeln, wie gesagt, schon geviertelt. Die habe ich da auch schon mit drauf gemacht. Und unseren Knoblauch, naja, ihr kennt mich, ich habe wieder ein bisschen mehr Knoblauch genommen. Habe ich da auch nochmal mit reingemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Wenn das jetzt hier der Kürbis auf dem Huhn drauf ist, ist es absolut kein Problem. Wie gesagt, das wird alles gleichzeitig gar werden. Und ja, wir müssen uns jetzt den Rosmarin schnappen. Den müssen wir mal ein bisschen abrupfen, einmal waschen. Und dann kommt noch die Zitrone und dann sind wir auch schon fertig, sodass das Ding in den Backofen rein kann. Da ist dann unser frischer Rosmarin, riecht richtig gut. Und ich habe mich auch schon derweilen um unsere Zitrone gekümmert, die habe ich hier ausgepresst. Und da oben diese orangenen Stücken, ganz klar 2 Teelöffel von dieser Aprikosenmarmelade. So, und das gehen wir jetzt einfach mal kurz hier noch übers Huhn mit rüber. Und auch ein bisschen über den Kürbis. Das reicht auch schon völlig aus. Ja, ruhig da das mit rüber geben. Siehst du, ich habe da alles genommen. So sieht das Ganze jetzt da aus. Wow. Ja, und das Ganze geht jetzt ca. 50 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. Und wir sehen uns wieder, Freunde, beim Anrichten. Bis dann. So, und da haben wir es wieder mal geschafft. Da ist unser Zitronenhuhn mit Butternut-Kürbis und Backpotatoes. So schaut das Ganze aus. Wer sich wundert, nanu, ist ja diesmal gar nicht so ölig. Ja, Butternut-Kürbis ist auch nicht so ölig, weil da haben wir ja mehr mit Zitronen gearbeitet. Ne? Mit Wasser, Zitrone, Marinade. Ja, oben ist ein bisschen arg angebräunt, aber wie gesagt, das kann man noch essen, kein Problem, ist nur die Haut. Das ist da, wo der Honig und die Konfitüre, also der Zucker, oben verbrannt ist. Also war ein bisschen zu viel Oberhitze jetzt zum Schluss. Aber trotzdem, das geht. Der Kürbis ist richtig schön zart. Ja, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, und das lassen wir uns jetzt schmecken. Euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!